Run and for my people in the station, I love for the motherfucking nation, yeah. Es pilgerte ein Gangster im Frühjahr durchs Land. Im Rucksack eine Bratwurst und eine Knarre in der Hand. Es war 50, der Assi, der endlich Arbeit fand. Bei einer Bratwurst im Bissbude am Stadtrand. Im Imbiss grillte Petra, die schön anzusehen war. Die Frau vom Bratwurstmann, sie war so unberechenbar. So ein schönes Mädchen hatte 50 nie gesehen. Doch sie stand nicht auf 50, nur auf Bratwürste. Es brach 50 das Herz, er wollte sich umbringen. Er zielte mit seiner Knarre auf seine eigene Stirn. Doch Petra tauschte die Knarre mit einer Bratwurst aus. Sie fütterte 50 zärtlich, er aß die Bratwurst auf. Sieht 50 eine Bratwurst, muss er an sie denken. Wie sie Bratwurst grillten, kann ihn nicht ablenken. Sie hatte Mayo auf der Haut und Senf im Haar. Mit Bratwürsten in der Hand kamen sie sich nah. Doch Petra war die Frau vom Bratwurstmann. Sie machte Schluss mit 50 am selben Abend. Niemand hatte 50 je so wehgetan. Von da an stellte er sich folgende Fragen. Er schmiert den Senf nass auf seinen Schwanz. Er geht nicht aufs Klo und kackt lieber in den Sand. Wer verprügelt die Noten im Kleiderschrank? Die Frau vom Bratwurstmann, die Frau vom Bratwurstmann. Wer macht vor den Puppen ein armig Handstand? Wer hält den Traktor vom Saunaclub an? Wer hat das noch gebuttelt für Saddam? Die Frau vom Bratwurstmann, die Frau vom Bratwurstmann. Wer spannt beim Schminken ihr Bizeps an? Wer bezahlt das Altenheim mit Flaschenpfand? Wer meldet seine Kinder im Tierheim an? Die Frau vom Bratwurstmann, die Frau vom Bratwurstmann. Wer fängt den Tag mit Gummihopse an? Wer hält Penisschorf mit gehacktem Lamm? Wer verprügelt Heiligabend den Weihnachtsmann? Die Frau vom Bratwurstmann, die Frau vom Bratwurstmann. Die geilsten Weiber kann ich wie Äste knicken. Was mir jeden Abend bleibt, ist nur Reste ficken. Ich weiß nie, ob ich ne Frau gebankt krieg. Aber ich lieb es, wenn sie nach Senf riecht. Mein Ding steht immer so wie der Eiffelturm. Zwar ein bisschen schief, aber es reicht für Huren. Aber gestern habe ich ne neue Braut abgeschleppt. Doch warum liegt der fette Busfahrer in mein Bett? Ich hab ihr doch nach dem Blasen die Muschi rasiert. Warum ist der Typ neben mir eigentlich skalpiert? Ich erinnere mich noch an den geilen Tittenfick. Doch ich frag mich, warum mein Schwanz so nach Kippe riecht. Egal, das war mein allerletzter Fick. Ich wollte einfach nur ne Frau mit ner Bratwurst zurück. Wer zerschneidet Käse mit dem Haifischzahn? Wer zieht die Kokswein aus 2000 Gramm? Und wer ist der Erreger von Linda Bahn? Die Frau vom Bratwurstmann, die Frau vom Bratwurstmann. Wer, der klimmt nackt die Alga Nordbahn? Wer würde nach dem Atomkrieg in den Urlaub fahren? Wer macht im Knast die Grillche wie Van Damme? Die Frau vom Bratwurstmann, die Frau vom Bratwurstmann. Wer spritzt sich Botox in den linken Arm? Wer hält um 50 Cent an am Standesamt? Und wer nimmt 50 Sven nachts in den Arm? Die Frau vom Bratwurstmann, die Frau vom Bratwurstmann. Die Frau vom Bratwurstmann, die Frau vom Bratwurstmann. Die Frau vom Bratwurstmann, die Frau vom Bratwurstmann, yeah.